Ich war 1922, da war schon Inflationszeit, da ging's schon an. Damals das ganze Jahr haben wir ministriert, dann hat er gesagt, ihr Bube hat er gesagt zu uns, ich muss euch was geben. Dann hat er sein Brevier aufgeflogen und dann hat er uns 5000 Mark gegeben. Dann haben wir uns alles nie geguckt und haben uns betrachtet, du nicht, so haben wir, machen wir damit. Das war in der Adventszeit, ja, also wir kamen für die Mutter uns zu Weihnachten. Haben wir gesagt, gehen wir erst einmal rein zu den Rüschhämmern und kamen nicht mehr weg. Haben wir wollen zwei weg, habe ich gesagt. Und da hat er einen Kopf gelungen, hat er nachgelegt, hat er 6000 Mark. Ich habe gedacht, mich trifft der Schlauch und der andere hat mich angeguckt. Habe ich gesagt, nee, habe ich gesagt, wir wollen gehen weg. Das ist uns zu viel Geld. Dann hat er meinen Kopf geschildert, hat das Skifenster wieder runtergemacht, du mir zu wissen, was. Dann sind wir da runtergegangen, denke ich, Herr Gott, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt haben wir ein ganzes Jahr ministriert, jetzt kriegen wir 5000 Mark und kriegen das mal zwei Wege dafür. Dann sind wir da runtergekommen, wo der Lenhard Hans in so einem Schreiber und Lädler hat er da drinnen aufgemacht. Und da sind wir nicht so denken, hab ich gesagt zu einer, wir bräuchten was für die Mutter, die auf Weihnachten mir Wohnraum geschenkt hat. Na, hat er gesagt, das sucht er gerade. Dann haben wir geguckt, alles und nichts zu bezahlen. Dann habe ich gesehen, dass da oben drauf war, so ein Engel ging, so aus Pappmaché, so ein Engel. Dann habe ich gesagt, was kostet das? Wollte er auch 7000 Mark dafür haben. Dann habe ich gesagt, wir haben bloß 5, wir können es nicht bezahlen. Na, wenn das für die Mutter wollt, oder für die Mutter, dann haben wir schon noch gedacht, dass wir das ganze Jahr ministriert haben dafür. Dann habe ich gesagt, dann nehmt ihn mit. Dann haben wir die 5000 Mark und den Engel mitgenommen. Und die Mutter gegeben, die hat zuerst geguckt, wo habt ihr das Geld her? Dann haben wir erzählt. Dann hat sie uns einen Arm genommen und dann hat sie ein Tränenli drauf geworden. Auf den Engel. Da ist er jedes Jahr ist er an einen Christbaum gekommen. Dann kam der Krieg, dann kamen wir wieder heim. Da war der Engel nichts mehr drin im Christbaum. Das war aber auch kurz vor Weihnachten. Dann habe ich die Mutter gefragt, na Mutter, wo hast du denn dein Engel? Hat sie gesagt, ich weiß nicht, Hans, ich weiß nicht. Wir haben fremde Leute ins Haus gekriegt, Flüchtlinge. Es ist alles umgeräumt worden, da muss Platz gemacht werden, der Engel ist fort. Vielleicht ist er mit euch hinausgeflogen und hat dafür gesagt, dass ihr wieder heimgekommen seid. Ja, und dann hat es Jahre gedauert. Meine Kinder sind groß geworden. Und eines schönen Tages komme ich nahe, besuche die Oma und er sagt zu Hans, ich muss dir was zeigen. Und dann hat sie gesagt, kennst du das noch? Ha, habe ich gesagt, der Weihnachtsengel. Der Weihnachtsengel war es, hat sie gesagt, ich habe da oben im Boden gekramt und habe was gesucht, habe ihn gefunden. Aber jetzt hat sie gesagt, nimmst du ihn mit. Da hängt so viel Erinnerung dran, hat sie gesagt, den hängst du jetzt in den Christbaum bei euch, bei deinem Kerl. Na, habe ich gesagt, also gut, den nehme ich mit, ich passe gut auf ihn auf. Und der Engel ist heute noch da.